Vor einiger Zeit haben meine Eltern und ich die Patenschaft für ein behindertes Kind aus Indien übernommen. Zusammen mit meinem Vater wollte ich mir ein Bild von der Arbeit der Aktionsgruppe Kinder in Not vor Ort machen. In Palamanea befindet sich die Kinder Care Special School der Aktionsgruppe Kinder in Not aus Windhagen. Mein Patenkind Inu geht dort zur Schule. Inu ist ebenso wie ich 14 Jahre alt, auch wenn man es ihr nicht ansieht. Bis vor kurzem konnte sie nicht laufen, weil sie ihre Beine nicht strecken konnte. Die Aktionsgruppe Kinder in Not hat Spenden gesammelt und ihr somit zwei Operationen ermöglicht. Sie wohnt zusammen mit ihrer kleinen Schwester, ihrer Mutter und dem Vater, der sich als Tagelöhner durchschlägt, im Haus ihrer Großeltern. Inus Mutter malt jeden Morgen nach einer alten Tradition mit Kreide Zeichen vor die Tür. Das soll die bösen Geister vertreiben. Danach bereitet sie das Essen für den Tag zu. Im Durchschnitt hat eine vierköpfige Familie in dieser Region 100 Gramm Reis pro Tag zur Verfügung. Inus Mutter hilft den Kindern, sich für die Schule fertig zu machen. Mit einem Bus wird Inu zur Schule gebracht. Dazu muss sie ihre Beinschienen anschnallen. Das sieht erst einmal seltsam aus, aber Inu hat mir erklärt, dass die ihre Beinmuskulatur stützen. Die Schüler der Kinder Care Special School sind alle körperlich oder geistig beeinträchtigt. Sie leben in weiterem Umkreis der Schule und werden täglich von verschiedenen Fahrzeugen des Projektes der Aktionsgruppe Kinder in Not abgeholt. Die Hilfsorganisation aus Deutschland engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für notleidende Kinder und Jugendliche in Brasilien, auf den Philippinen und in Indien. In der Kinder Care Special School werden die Kinder betreut und erhalten eine auf ihre Behinderung abgestimmte Förderung. Für Inu ist die Schule eine große Chance, denn behinderte Kinder werden in Indien überwiegend als Belastung angesehen und erhalten kaum Förderung. Inu wird hier die Unterstützung zuteil, die vielen anderen Kindern verwehrt bleibt. Bevor der Schulalltag startet, gibt es erstmal einen Becher Milch von den eigenen Kühen. Die Kinder tragen Schuluniformen. So sind alle gleich und keiner fühlt sich benachteiligt. Die Aktionsgruppe Kinder in Not ermöglicht den Kindern Bildung, medizinische Versorgung sowie ausreichend Nahrung. Thank you.
Weil viele Kinder körperliche Probleme haben, werden zu Beginn des Unterrichts erst einmal Auflockerungsübungen gemacht. Der Unterrichtsplan sieht etwas anders aus als bei uns. Klar, denn die Fächer richten sich nach der Behinderung der Kinder. Amita, die Projektleiterin, hat mir das alles genau erklärt. Einfache Spiele sollen zum Beispiel die Koordination stärken. Ich durfte während des Nähunterrichts dabei sein und habe sogar versucht, Bänder zu knüpfen. Gar nicht so leicht. Natürlich gibt es auch Unterricht wie bei uns, Lesen lernen zum Beispiel. Inu bekommt außerdem jeden Tag 2 Stunden gezielte Physiotherapie. Ihre Beinmuskeln müssen gestärkt werden. Dazu muss sie immer wieder Übungen machen. Das ist für sie sehr anstrengend, aber sie weiß genau, dass sie, wenn sie hart trainiert, bald selbstständig gehen kann. Durch den projekteigenen Ausbildungszweig erhalten die Kinder die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. Das ist ganz wichtig, denn so sind sie in der Lage, später selbst etwas zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen. Hier sind wir gerade bei der Kerzenfertigung. Diese werden auf dem Markt und den Tempeln in Palamanea verkauft. Außer zur Näherin oder zum Kerzenhersteller können die Jugendlichen zum Landwirt, zum Viehwirt oder zur Köchin ausgebildet werden. Das Essen ist einfach, aber sehr lecker. Ich habe natürlich auch davon probiert. Für viele der Kinder sind die Mahlzeiten in der Kinder Care Special School die einzigen Mahlzeiten am Tag. Kinder, die nicht selbstständig essen können, werden von den Betreuerinnen liebevoll gefüttert oder helfen sich gegenseitig. Die Viehwirtschaft ist ein wichtiger Teil der Schule. Hier lernen die Jugendlichen, für die Tiere Verantwortung zu übernehmen und die Kühe zu versorgen. Die Aktionsgruppe unterstützt die Jugendlichen nach der abgeschlossenen Berufsausbildung beim Start ins Berufsleben. Wie zum Beispiel mit einer Nähmaschine, einem Gemüsegarten oder eben mit einem Kälbchen. Damit können sie ihre Familien unterstützen. Die Milch der Kühe ist für die Schulkinder gedacht. Der Rest wird verkauft und trägt so zum Unterhalt des Projektes bei. Ich mache mich auf den Weg zu Madhu. Er selbst hat als Kind die Kinder Care Special School besucht und die Ausbildung zum Viehwirt absolviert. Come on, come on, come on.
Amita berichtet mir mehr über das Berufsausbildungsprojekt und Madhu. He joined our school in 2008 when he was about we thought he was 6 years old because he was small. Suddenly he was much more grown up than we thought. So he was not 6 or 8, but he was 12 or 13. With some good food and some care there, we could see that he was developing his mustache and he was already a young teenager. So then with teenage came some also moods. He had mood swings. And so we had to get him involved in activity. So we started to put him in training for agriculture, cattle rearing, and candle making, and needlework. We tried everything for some time. And then we saw that he was very interested in taking care of the cow. And now he's 22. And we had to decide that the newer children are coming for vocational training. So 2016 April, we had to graduate some children. Madhu was one of them. So we handed the boy back to the parents and said, now here is the cow and here is your child and you please follow him. If you have any problem, please get back to us to know what he was doing here. So it's, you know, you tell us what's happening, we tell you what was happening. It was kind of a success for us. For the first time, we are sending children home. In den umliegenden Dörfern der Untouchables unterstützt die Aktionsgruppe Kinder in Not weitere Projekte, wie zum Beispiel diese Schule für Stammeskinder. Zum Abschluss meiner Reise gab es noch ein besonderes Highlight, denn ich hatte Geburtstag und die ganze Schule hat mit mir gefeiert. Inu war natürlich auch dabei und wir haben den Tag sehr genossen. Happy Birthday to you. Ready? 1, 2, 3, start. Let's do Kumbhudu. Let's do Kumbhudu. Und dann hieß es auch schon Abschied nehmen. Mitgenommen habe ich viele tolle Erinnerungen. Aber auch an die vielen warmherzigen Helfer und die große Gastfreundlichkeit. Palamaneru CSA Seva Samstara,
అనగారిన జనజాతికి వెలుగు బాటరా జనం పాట పాడుదాం జనం తోటి సాగుదాం జనం పాట పాడుదాం జనం తోటి సాగుదాం పలమనేరు సిఎస్ఏ సేవా సంస్థరా అనగారిన జనజాతికి వెలుగు బాటరా. Und eins ist sicher, die Hilfe kommt an. Helfen auch Sie mit. Unterstützen Sie die Arbeit der Aktionsgruppe Kinder in Not. Palamaneru CSC Seva Samsara.